Achtung, Gruppe 7. Er macht. Captain Elsen. Wir haben uns mit Verstärkungsflotten herumgeschlagen, um hierher zu gelangen und bereits viele Schiffe verloren. Ja, sie schießen verteilt. Also, ihr seid Götter. Und damit verteilen sie ihre Feuerkraft. Nelson, Elson, ich liebe dich. Boah, dieses Geräusch gerade. Bist du auch? Das Flaggschiff des Imperators ist hier. Gemeinsam können wir sowohl ihn als auch die Kaidan-Flotte vernichten. Ich unterstelle die Geschwader Kor und Yasa eurem Kommando. Blub, danke. Ja, danke. Ich liebe dich auch. Oh. Aber es muss gekämpft werden! Den, die da erstmal. Was greifen die an? Jetzt wird's richtig, richtig knapp. Das wird knapp. Es sind aber nicht mehr so viele Schiffe von denen da. Deswegen bin ich noch ein bisschen. Ja, danke fürs Reparieren. Was macht ihr? Das sind doch bestimmt. Gut, wenn Nelson das wagt, da durchzufliegen. Nelson. Ich will mal Nelson sagen. Mach mal folgendes. Ich mache auf Kampagne 2 den Sicherheitsspielchen, auf Kampagne 1 den Hauptspielchen. Alle jungen Schatzregeln. Hier sind wir noch ein Zerstörer. Boah, ich hab 5 Raketenzerstörer. Yeah, man. Ach, das ist eine Annäherung vom Sound. Boah, macht mir noch nicht mehr Angst als notwendig. Alter, die Musik ist cool, aber. Unpassend langsam nach einer Zeit. Seine Angriffsregatten und die dürfen auch mit. Obwohl ich eigentlich Angriffsregatten ein bisschen mag. Ziemlich random aus, wie wir fliegen. Das tun sie ja. Fliegt eigentlich in das. Annäherungssensor. Tja, sein Sensor, melde mal. 138 Ionen Geschützbegabten. Scheiße, angegriffen wird. Das wäre jetzt, gäbe einfach jetzt ein cooles Bild, wenn er so vorbeifliegen würde. Koordinaten bestätigt.
Ja, mir wird hoffentlich reichen, um jetzt diese hässlichen Teile an den Imperator zu vernichten. Ich werde sofort aufs Mutterschiff gehen. Koste es, was es wolle. Ah, das ist das Teil der Mutterschiff. Im Singleplayer benutzt es halt nur einmal jetzt am Ende. Multiplayer kann man ja sagen, ob man Kushan oder Taidan spielt. Was ist los? Es sind doch Minenfelder. Nein, gar nicht. Puh, das ist eine andere Lösung. Ja, auf jeden Fall im Multiplayer kann man dann auswählen, ob man Kushan oder Taidan spielt. Macht eigentlich keinen großen Unterschied, außer das ist das Design des Schiffes und das ist. Was spiele ich lieber? Das ist wirklich eine gute Frage. Kushan ist halt cooler, weil die von der Story her schon so vorgegeben sind. Ich finde einfach das Mutterschiff von denen viel schöner als das von den Taidan. Dafür gibt es ein paar Taidan-Schiffe, die bei weitem besser aussehen. Ich kenne es aber nicht nennen. Schwertkreuzer von denen finde ich eigentlich ganz cool, aber jetzt nicht so ultra. Ja, Schwertkreuzer von Kushan muss ich mir gerade mal angucken. Der hat so vorne, dass es so vorne spitz zuläuft, finde ich eigentlich voll cool. Aber sonst sieht er einfach so fett und klump aus. Gut, da muss ich sagen, da finde ich den Taidan Schwertkreuzer besser. Sieht irgendwie schon so ein bisschen grazil aus. Nur die Schnauze vorne finde ich dafür hässlich. Alles andere an dem Schiff ist geil, außer die Schnauze. Der gute alte noch Elsen. Elsen. Wer den Namen hier ist, ich habe es schon. Nicht mehr lang. Okay, da ist anscheinend gerade Frost gestürzt. Komischerweise. Zum Glück habe ich das gerade noch so bemerkt, bevor. Funktioniert jetzt Fraps? Bin mir da irgendwie nicht sicher, aber es gerade ist abgestürzt. Bemerkt, bevor Helzen das Trägerschiff angreift. Und da fliegt er nämlich hin, wie ich gerade vorne. Ich glaube aber, das wird ein kleines Selbstmordkommando. Wenn er dann noch danach zum Mutterschiff kommt. Oder vielleicht auch jetzt schon durch die Jäger, die hier rumstehen. Bomber. Oh ja. Vor allem ist sein Schiff das erste. Ich frage mich eigentlich, warum. Eigentlich ist ein Zerstörer langsamer. Das ist eine Jungschützengatte, oder? Könnt ihr die mal wieder ernten lassen? Und wir können mal einen Schwenkkreuzer schon mal vergeben. Einfach mal so. Und werden dann erst bei so einem sinnlosen Tod zugucken. Ich glaube nicht, dass wir noch. Nein, da können wir niemals Zeit machen. Aber er kriegt zumindest das Trägerschiff noch. Also ist sein Tod zumindest nicht komplett. Hoffentlich ist es nicht storyrelevant, den überleben zu müssen. Gut, man kann sowieso in die nächsten Humboldt-Teile den Spielstand nicht irgendwie übertragen oder so. Hoffe ich zumindest nicht. Wie sein Zerstörer bewegt wird durch die Angriffsbomberschüsse. Das ist gerade ein bisschen laut. Ne? Und er fliegt weiter. Ja, die Schwertkreuzer stehen dir jetzt im Weg. Selbst wenn du die Bomber irgendwie noch überleben hättest. Nicht mehr die Zerstörer, die da im Weg kreuzen.
Verstört er unser kleiner lieber Essen, den sinnlosen Kaito. Ciao, Essen. Lebe wohl. Boah, jetzt gibt's noch 10-fach mehr Revenge dafür, dass ihr Essen mitgebracht habt. Ihr Schweine. Schießen die überhaupt? Nein. Deine Schüsse werden. Doch, deine Schüsse werden auch noch. Ja, Begleitfregatte. Denkst du, du kannst überhaupt irgendwas oder was? Als ob mich das aufhalten würde. Ich schieße einfach so viel, dass, obwohl, ich glaube, zu viel Power. Firepower hätte ich dann auch nicht. Was machst du? Mann, Elsen. Ja, wir sehen dann gleich mal das Mutterschiff in der Nahe, wenn sie werden. Das ist. Hässlich. War. Weh, das war gerade ein Tarnvölker. Wir haben eh kein Leben, weil wir haben nur ein paar Reparaturkorvetten, die die ganze Zeit so ein bisschen hinter der Armee rumcruisen und so ein paar beschädigte Fregatten zu haben. Ich glaube, das machen wir sogar ziemlich gut. In der Zeit haben sie alles geheilt, so wie es aussieht. Na, in der Zeit. Mann, wie wenig Schaden die den Ionengeschütz vergessen haben. Ich weiß, die ein bisschen Schaden machen, sind die Bomber. Aber die schießen ein paar Mal und gehen dann wieder zurück. Hauptsache, dann greift das Mutterschiff in der Kleine. Komm, 5, 1, jetzt bereit. Bereit zu zerstören. Ja, ich meine, kurz, glaube ich, kriegen wir nicht mehr. Was mir aber auch aufgefallen ist, wir haben zwei Unikatschiffe. Einmal den Zerstörer, den haben wir nur ein einziges Mal. Wir haben nur einen einzigen Zerstörer überhaupt noch zur Verfügung. Das ist der einzige Zerstörer, den wir jetzt noch haben. Wir hatten, glaube ich, mal zwei oder drei. Das ist mir klar, ne? Alles für mich. Genauso wie Angriffsregatte. Wir haben zwar jetzt 5, nein, 7 Angriffsregatten, aber es sind alles Nelson, Elsons Regatten. Stimmt. Und Elson hat sich bestimmt in einen der Zerstörer teleportiert. Mann, Elson. Willst du abdrehen und sterben, oder? Du hast zwar Begleitregatten, aber die werden genauso sterben. Ich will mal gucken, ob ich genug Firepower. Feuerkraft. Was machen die? Soll ich bewegen, ne? Nur so als Tipp. Ach, kann man nicht Formation auflösen? Gibt's da nicht einen Knopf für oder so? Oh, sind wir da. Oh. Roger. Delta-Formation stellt Warten auf Einsatzbefehle. Melden uns zur Stelle. Warten auf Befehle. Melden uns zur Stelle. Melden uns zum Einsatz. Wechseln zur X-Formation. Wechseln zur Delta-Formation. Melden uns zum Einsatz. Delta-Formation bestätigt. Delta-Formation bestätigt. Wechseln zur Delta-Formation. Warten auf Einsatz. Delta-Formation steht. Mal schauen, wie schnell Damage wir machen können. Und jetzt soll meine Armee ein bisschen auftönen lassen. Ach, was fliegt der bitte? Boah. Ziel bestätigt.
Jetzt mach doch mal was. Was machen die? Haben den Zerstörer zerstört. Ne. Okay, Zerstörer. Warum fliegen die bitte weg? Was machen die an? Aber gibt es nicht wirklich eine Formation auflösen? Was machen die? Können Sie mindestens die mal. Jetzt anscheinend fliegen sie aus ihrer Formation raus. Es haben jetzt zwar schon zig Jungschütze verloren, ja. Was ist das hier? Und was sie für ein Mist gerade gemacht haben. Egal, wir haben einen guten Feiertag.